Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Stardew Valley. Morgen wird ein wundervoller Tag. So, die Geister sind heute wieder richtig scheiße drauf. Wir werden alles tun, damit wir kein Glück haben. Aber das brauchen wir nicht, denn wir gucken. Oh, das war's fertig. So, Missing. Ich habe meine Lieblingsaxt verloren. Wenn du sie findest, bring sie mir bitte sofort zurück. ASAP heißt übrigens as soon as possible, also so schnell wie möglich. Ich habe eine schwere Zeit ohne sie. Und es sind 250 drin für jeden, der sie halt für wen auch immer, der sie halt findet. Von Robin. Alles klar. Weiß man nicht, wo wir die finden sollen, aber. Zauf. Achso, okay, gut. Sollte man hinkriegen. Wir holen uns hier einfach mal. Ups. Achso, das ist noch nicht fertig. Ach so, das ist was anderes. Ach so. Na gut. Da haben wir jetzt schon mal ein bisschen was. Dich packen wir weg. Und dann werden wir einfach mal. Zack. Du bist ja doch fertig gewesen. Du auch. Aber warum du dann nicht? Das verstehe ich nicht. Na gut. Da haben wir eine Potato. Eine Kartoffel. So. Dann gießen wir hier einmal alles, was wir hier noch so zu gießen haben. Zack. Noch keine Krähen verscheucht. Warum bist du? Du bist aber noch nicht gegossen. Ach. Gut. Dann machen wir noch euch hier. Dann nehmen wir uns ein bisschen Kohle, Geld und so weiter mit. Geben das dem Schmied. Hoffentlich hat er auf. Und dann geben wir unsere Axt ab. Einfach so. Gut. Zack. Dann packen wir direkt. Ne, warte, ich brauche noch eine davon. Glaube, das. Achso, ich habe noch welche. Achso. Ja, gut, eine reicht ja. Glaube ich. Hoffe ich. Wir gehen gleich erstmal zum Community Center und gucken wir, ob es eine ist oder mehr. Achso, und Kupfer nehmen wir mit. Ich weiß gar nicht, wo wir zu essen gehen sollen. Am besten wäre das, wenn wir zuerst zum Schmied gehen. Dann können wir auch zuerst zum Community Center. Ist eigentlich egal. So. Ich habe gerade auch schnell was gegessen. Wirklich sehr schnell. Jetzt halte ich wenigstens noch so ein, zwei Folgen aus. Hoffe ich, denke ich, glaube ich. So. Dann gucken wir mal, was wir hier jetzt so abgeben können. Zack. Spring. Okay, es reicht einer tatsächlich. Und die Kartoffel können wir auch. Wir geben einfach die Kartoffel ab. Dann ist sie weg und gut ist. So, jetzt muss ich nochmal ganz kurz hier was nachgucken, glaube ich. Oder? Nö. Doch nicht. Du warst doch hier. Gut. Dann gucke ich hier nochmal ganz kurz. Quality. Da brauchen wir 5. Okay, gut. Das kann ich mir merken. Oh, und wir gehen noch kurz bei dem Laden vorbei. Von Pierre. Damit wir uns da noch andere Sachen kaufen können. Ja. So, hier steht nichts an. Und da auch nicht. Wie gesagt, der Geburtstag ist mir sehr egal. So, Cauliflower, davon brauchen wir welche. Nein, jetzt habe ich. Nein, ich habe zu viele gekauft. Ist ja doof. Das ist sehr, sehr doof. Aber wir können hier Sachen verkaufen. Dann verkaufen wir das ihm halt so. Gut, wir haben wieder genug. Ich habe uns gerettet. Gerade nochmal so. Gut. Hier, dich sehe ich. Zack. Rusty Spoon. Ist auch ein Artefakt. Ein rostiger Löffel. Und von mir aus ist das halt ein Artefakt. Ist dann so. Ich suche mir das nicht aus. Gut. Einmal hier hinein. Zack. Donaten wir halt diesen Löffel. Der kommt hierhin. Und wir haben wieder einen Reward. Was haben wir denn hier? Melonen.
Aber erst für den Sommer. Gut, der ist ja noch ein bisschen hin. Aber ich hätte jetzt auch die. Nee, hätte ich gar nicht. Mitnehmen brauchen. Die Geoden. Dann machen wir die Axt wirklich, ne? Das machen wir. Und er ist in ein paar Tagen fertig. Okay. Jetzt ist meine geliebte Axt weg. Aber wir suchen jetzt einfach die von Robin. Mal sehen. Da müssen wir einfach hier nach links. Sie hat die ja irgendwo im Süden von Marnies Ranch benutzt. Was ist denn das jetzt hier? Ih, das riecht. Wieso ist es abgeschlossen? Ich möchte die Kanäle untersuchen. Das sind keine Kanäle, wie heißen das? Kanalisation. Ich denke, Gunther hat den Schlüssel. Professor Gunther? Der Mann, der das Museum betreibt? Warum denkst du, dass er den Schlüssel hat? Ich habe einmal einen großen, rostigen Schlüssel aus seiner Tasche fallen gesehen. Und eine gruselige Kanalisationstür wie die hier, die würde doch perfekt auf so einen alten, rostigen Schlüssel passen, oder nicht? Da haben die Schiss bekommen. Da ist irgendetwas, was sich da drinnen bewegt. Ja gut. Weiter geht's. Auf der Suche nach der verlorenen Axt. Irgendwo südlich. Das ist kein Problem, die finden wir ganz schnell. Südlich ist nicht so viel Auswahl. Sollte man meinen. Wir laufen hier einfach alles ab. Da ist sie auch schon. Das ging tatsächlich ziemlich schnell. Können wir die eigentlich benutzen? Nö. Schade. Das wäre sehr schön gewesen. Hier sind wieder ein paar Frühlingszwiebeln. Wo geht's hier wieder hoch? Da. Zack. Dann bringen wir die auch ganz schnell Robin wieder. Hier einmal längs. Du bist nicht Robin, ne? Nee, du bist irgendjemand. Oh Gott, ich hätte fast die Axt verschenkt. Puh, zum Glück geht das nicht. Da habe ich etwas zu weit gescrollt hier. Da kommen wir jetzt hoffentlich trotzdem irgendwie durch und hoffentlich versperrt uns Holz jetzt nicht den Weg, weil wir sonst da nicht durchkommen. Nein, achso, das sind Büsche. Okay. Okay. Einmal hier, einmal da. Dann sammeln wir halt so lange ein paar Steine. Das macht ja nichts. So. Sind wir überhaupt richtig? Wohnt Robin hier? Ich glaube, die wohnt da vorne, ja. Okay. Da wären wir auch schon. Zack. Ja. Hey, du hast meine Axt gefunden. Was für eine Erleichterung. Ich habe fast mein Zeh mit der, die ich jetzt benutze, abgehackt. Die ich benutzt habe halt. Dankeschön. So, wie sieht's aus hier? Mag sie uns? Sie mag uns. Geil. Robin. So. Hier könnten wir uns noch ein paar Sachen holen. Holz kostet bei ihr 10. Blablabla. Haben wir hier irgendwas, was wir gleich brauchen könnten? Nö. Na gut, dann würde ich sagen, ne, die Geister haben heute keine gute Laune. Wir gehen da sicherlich nicht jetzt in die Mine. Aber wir holen uns hier ein bisschen Geld. Das machen wir. Das machen wir. So.
Wir könnten noch mal, ja, wir könnten noch mal zum Strand gehen und gucken, ob wir da irgendwas finden. Zum Verkaufen natürlich. So. Dann sprinten wir mal hier. Geschwind! Wieder Blitz, hier wieder runter. Sammeln hier Muscheln und sonst was. Ich frage mich, warum ich die Muscheln nicht mitgenommen habe. Von letztens. Einmal angeln. Hier ist ein fetter Stein. Einmal hier. Zack. Oh, das ging schnell. Das ist bestimmt Smallmouth Brasse oder so. Keine Ahnung. Irgendwie sowas. Nö. Eine Sardine. Okay. Das reicht mit dem Angeln. Erstmal. Liegt aber auch nichts rum. Und hier liegt eine Koralle rum. Zack. Coral. So, haben wir die zweite und hauen dann wieder ab. Wobei wir können hier einmal vielleicht angeln. Vielleicht geht das. Vielleicht finden wir ja was. Mal sehen. Genug Energie haben wir auf jeden Fall. Komm schon. Achso, und ich will noch die hier pflanzen, genau. Oh, schade. Gut, ein Hering. Das muss reichen. Zack, 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 zack. Und dann gehen wir mal zurück zur Farm. Und machen das, was wir halt machen können. Eventuell können wir ein paar Steine wegräumen, dass wir unsere Energie loswerden. Und dann sieht das auch wieder ein bisschen ordentlicher aus. Okay, die reden miteinander. Das ist ja sehr erfreulich. So. Zack, 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 zack. Gut. Hier ist ja noch der Kram hier. Wir könnten jetzt eigentlich mal. Wir haben ja nichts mehr, was wir brauchen. Schade. Gut. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann gießen wir die. Zack, fertig. Melonen können erstmal weg. Das kann weg, das kann weg. Stein kann weg. Fische, ich weiß nicht, ob ich die Fische noch brauche oder nicht. Ich nehme sie mal alle mit. Vielleicht gehen wir gleich noch zum Community Center. Gucken, ob wir da irgendwelche Fische abgeben können. Habe ich hier eine Muschel? Ich habe eine Muschel. Die nehme ich mal mit. Dich nehme ich mit. Na gut, habe ich eigentlich schon. Dich nehme ich mit. Und Moment, die kann ich beide mitnehmen. Also ich wollte die Fische noch mitnehmen. Jetzt habe ich sie alle weggepackt. Einfach mal gucken. Sonst nichts weiter. Okay. Dann packen wir schon mal diese Frühlingszwiebeln da rein. Und gucken mal, ob wir Fische weggeben können. Ich bin gespannt. Gut, auf jeden Fall können wir ja die Muschel und. Ah, jetzt habe ich die ganzen Korallen nicht verkauft. Egal, egal, egal. Machen wir halt gleich. Wir laufen ja nochmal an unserer tollen Kiste vorbei und dann machen wir das halt da. Und wir sind da. Sehr erfreut. So, was haben wir hier? Riverfish vielleicht? Sunfish, den haben wir. Sonst ist hier, glaube ich, nichts. Nee. Speciality, bla bla bla. Ocean haben wir eine Sardine. Tuna. Da können wir sonst nichts weiter machen. Hier möchte ja niemand eine Koralle. Zack. Nightfish. Nichts, was wir haben. Und Lake. Karpfen. Was bist du denn? Ghostfish. Wirklich, wir haben hier nichts weiter, was wir abgeben können. Das möchte ich noch mal ganz kurz überprüfen.
Ach, den Ghostfish. Weg mit dir. Tuna. Na gut, das war's. Nun haben wir wenigstens ein bisschen was gemacht, ein bisschen was abgegeben. Und hoffentlich ist unsere Axt schnell fertig, dass wir noch ein bisschen Holz kloppen können. So, auf jeden Fall werden wir jetzt noch Steine holen. Das ist nicht unwichtig. So. Und einmal dich weg, dich weg, dich, dich. Sehr schön. Dann laufen wir hier einfach mal links. Gucken, ob hier irgendwelche Steine rumliegen. So wie hier. Oder sowas hier. Das kann auch weg. Zack, zack. Wir arbeiten uns hier jetzt einfach durch. So gut es geht. Ups, das war das Falsche. Eigentlich kann dieser Busch hier weg. So. Zack, zack. Zack. Dann holen wir uns halt ein paar Steine. Wenn es nicht anders geht, geht es nicht anders. Zack. Einfach mal ein bisschen freiräumen hier. Zack, zack. Kommt man hier auch sehr viel besser durch. Und wir haben ja noch wirklich genug Energie eigentlich. Für die großen Steine ist halt nicht gut genug, wie wir gerade gesehen haben. Zack. Zack, zack, zack. So, es ist schon ziemlich spät. Zack, zack. Noch ein paar Steine. Das geht zum Glück schnell. Und ich glaube, dadurch sollten wir auch unsere Spitzhackenqualität und so weiter verbessern. Ups. Zack. Also ist das alles nur von Vorteil, wenn die Axt mal nicht da ist. Schwupp. Das war das falsche Gerät. Mal wieder. Zack. Ja, so viel gibt es anscheinend gar nicht zu erzählen. Außer, dass wir Steine klopfen. Zack, zack. Ich weiß auch gar nicht, an welchem Tag diese Folge hier überhaupt erscheint. Ich habe absolut keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall die 11. Folge. Also ein paar Tage sind schon vergangen. Gut, jetzt legen wir uns auch mal hin. Komm schon. So, da kommen wir nicht durch. Da müssen wir durchkämpfen hier. Zack. Ist das dunkel hier? Sehe nichts. Was liegt mir denn hier dauernd im Weg? Ja. Komm schon. Lass mich bitte durch. Einfach nur so. Zack. Oh, alles ist hier. Ja. Gut. Wir packen den Stuff weg. 80 Steine haben wir geholt. Wir können richtig stolz sein. Glaub auf Q, nee, auf E. Nee, ich weiß nicht mehr, wie man das wegpackt. So ganz schnell. Egal. Gut. Dann legen wir uns hin. Haben nichts verbessert, schade. Achso, wir hatten ja. Stimmt, stimmt. So. Wie immer dann, an der Stelle vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.